wieder nach Frankreich. Warentangen. Ein Abraumberg. Ruhrgebiet von Frankreich. Fix zum Louvre gelaufen. Etwa 300 Jahre. Erst im 15. Jahrhundert. In Richtung Auxerre fahren. War dieser Kollege hier. Wir sind jetzt angekommen. Hallo, moin moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr das bemerkt, bestimmt geht es heute nicht um Wildkameras. Weil wir sind nämlich unterwegs in den Urlaub. Wir sind gerade kurz vor Münster und wollen noch etwas über 400 Kilometer fahren. Es geht nämlich wieder nach Frankreich. Dort wollen wir euch gerne mitnehmen und euch mal ein bisschen was zeigen, was wir da so machen, sehen oder sonst was. Was euch denn sowas gefällt, könnt ihr gerne dranbleiben und seid gespannt, was uns so passiert. Wir sind jetzt mittlerweile in Belgien und waren tanken. Übrigens hier der Sprit 1,80 Euro der Liter. Für super. Ein kleiner Tipp von mir zum Tanken hier in Belgien, wenn man auf der Autobahn ist. Ich weiß nicht, wie das in der Stadt ist. Bei den Zapfsäulen ist ein Bezahlautomat. Dort steckt man natürlich seine Kreditkarte rein, wählt die Spritsorte, dann wählt man die Säule, an der man tanken möchte und dann gibt man die PIN ein. Ab dem Moment kann man die Zapfpistole rausnehmen und bekommt auch Sprit aus der Säule. Wenn man vorher die Zapfpistole rausnimmt und in sein Auto steckt, funktioniert es nicht, weil der Automat denkt, es ist schon ein Tankvorgang an dieser Säule am Laufen. Ich habe euch schon ein paar Bilder gezeigt, weil wir sind jetzt an unserem ersten Ziel angekommen in Lenn. Und wie man sehen kann, sind wir hier auf einem Abraumberg, weil in Lenn wurde Steinkohle abgebaut und dazu sieht man dann hier noch ganz viele Abraumhügel. Wie zum Beispiel einer ist bei mir im Hintergrund. Und da ist der nächste. Es scheint hier ein sehr beliebtes Ausflugsziel zu sein, weil sehr viele Anwohner oder sowas hier unterwegs sind. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde hier ein riesengroßes
Kohlevorkommen entdeckt, was denn das Gebiet um Lenn und die angrenzenden Orte zu dem Ruhrgebiet von Frankreich machte. Diese Zeche hier wurde 1968 aufgegeben und in den 80er Jahren wurde denn hier die letzte Zeche geschlossen, was denn auch zum Tragen kam, dass eine sehr hohe Arbeitslosenzahl in der Region dazu kam. Das ehemalige Abraumgebiet wird nach und nach renaturiert und ist jetzt ein Naturschutzgebiet. Wir sind übrigens schon das zweite Mal hier in Lenn, weil wir hatten auf dem Weg in die Bretagne hier einen Zwischenstopp gemacht und weil uns das Hotel gefallen hat, haben wir das gleiche Hotel wieder gebucht oder besser gesagt ein Zimmer dort gebucht. Es gehört zu der B&B-Kette, die hier in Frankreich ganz bekannt sind und auch so langsam immer mehr werden in Deutschland, in der Schweiz, Belgien, Italien und sogar Spanien und Portugal. Übrigens haben wir hier gerade angenehme Temperaturen von 18 bis 19 Grad. Ein ganz leichter Wind geht hier, aber es lässt es schon fast Hochfrühling oder anfangenden Sommer erscheinen. Es ist sehr angenehm. Auch hier im Hintergrund blühen die Kirschbäume, die zur Renaturierung hier angepflanzt wurden. Zum Abschluss des Tages sind wir nochmal fix zum Louvre gelaufen. Das Außenlager des Louvre in Paris. Das kennen ja die meisten. Und hier in Lenn ist ein zweites Museum davon, wo eine Vielzahl von Objekten aus den Archiven dem Louvre in Paris ausgestellt werden. Bei mir hier nochmal im Hintergrund ein schöner Sonnenuntergang. Wir hatten heute zum Abschluss nochmal schöne 20 Grad. Das war ja schon fast wie im Sommer. Am Museum ist noch ein kleiner, schöner botanischer Garten, der das ganze Konzept hier so ein bisschen auflockert. Das sollte es erstmal für heute gewesen sein. Morgen geht's weiter und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir haben jetzt noch eine kleine Pause gemacht in St. Quentin, weil wir von Fernen eine sehr große Basilika gesehen haben. Diese stammt aus dem 12. bis 15. Jahrhundert. Sie wurde angefangen
im Zuge des Umbaus des Klosters aufzubauen im 12. Jahrhundert. Aber wie heutzutage durch Epidemien, Geldnot und sonstige Dinge dauerte der Aufbau etwa 300 Jahre. Ich erzählte ja eingangs, dass sie 300 Jahre brauchten, um diese Basilika aufzubauen. Dieser Teil, also ist der hintere Teil und der vordere Teil, der wurde erbaut im 12. und 13. Jahrhundert und der mittlere Teil kam erst im 15. Jahrhundert dazu. Die Basilika ist wunderschön anzusehen, wenn sie auch sehr hohen Renovierungsbedarf hat oder Sanierungsbedarf, was man aber auch an der Baustelle im Hintergrund sehen kann bei den Gerüsten. So, wir werden jetzt gleich mal weiter in Richtung Auxerre fahren. Eigentlich geht es hier nicht um Macklauny, sondern in welchem Bereich wir hier sind, sondern Montmirail. Wer sich erinnern kann, war dieser Kollege hier. Ich bin Graf von Montmirail. Ich? Ich bin Jacot. Einer der Hauptakteure. Ja, wir waren zwar, es gibt auch einen direkten Ort dafür, aber dort hatten wir keinen passenden Parkplatz gefunden. Aber wir waren auch nur hier wegen dem Ortseingangsschild. Wir werden jetzt weiter nach Auxerre und dann gleich noch mal eine Kaffeepause machen. So, wir sind jetzt angekommen in Auxerre und sind nach dem Check-in im Hotel, was wieder ein B&B-Hotel ist, in die Stadt gegangen und sind hier gerade bei der ehemaligen Abtei Saint-Germain. Die ersten Bauwerke stammen aus dem 5. Jahrhundert. Sie wurden aber bei Bränden 11. bis 12. Jahrhundert zerstört und es sollte ein Wiederaufbau passieren, was aber in Mitte des 14. Jahrhunderts unterbrochen wurde und somit der heutige Zustand noch vorhanden ist. Anliegend ist noch ein ehemaliges Militärhospital, was wir auch schon mal 2014 besucht hatten. Darum sind wir hier nochmal hergekommen und schauen uns gleich nochmal von außen zumindest die Kathedrale an.
Kathedrale Saint-Étienne de Auxerre wurde gebaut im 13. Jahrhundert, aber vor ihr gab es schon vier andere und der erste Bau stammt aus dem 4. bzw. 5. Jahrhundert. 2014 waren wir auch schon hier in Saint-Étienne und da haben wir auch noch zufälligerweise die Krypta gesehen, eines der ältesten Bauwerke, die noch übrig geblieben sind. Wenn ihr mal hier seid, ein sehr guter Tipp. Aber wir sind jetzt nach 18 Uhr und da ist leider die Krypta schon zu.